willkommen zu einer neuen und letzten Folge von dem SFX Make-up. Es ist ja morgen nun Halloween und ja, das wäre sehr wahrscheinlich mein finale Look für Halloween werden und auch für heute, denn heute ist bei uns in der Stadt Kulturnacht und da dürfen wir uns auch schon na richtig Halloween-mäßig verkleiden. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, nehme ich ganz normalen handelsübliche Klebe und versuche damit meine Augenbrauen zu kleben, beziehungsweise soll es damit dann besser gehen, sie abzudecken. Ich habe doch sehr dunkle Augenbrauen, aber wie ihr seht, gefällt mir das gar nicht. Also das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Denn bei anderen sah das dann so richtig perfekt abgedeckt aus. Ich weiß nicht, woran es lag. Ihr seht, meine Augenbrauen sieht man immer noch sehr, sehr deutlich. Ja, ich habe mir mit so einer Hilfe eines Schwämmchens noch Latex auf meine Stirn gegeben. Wie gesagt, ihr müsst echt aufpassen mit Latex, mit euren Haaren, euren Augenbrauen oder Wimpern, wie auch immer. Ja, das kann etwas böse enden und dann habt ihr keine Haare mehr. Aber naja, sie wachsen zur Not ja wieder nach. Hier kommt dann mein vorbereitetes, wie soll ich sagen, Vampir-Oberteil. Also so eine runzlige Stirn habe ich mir mit Hilfe von Latex, mit der Latexpaste erstellt, mit Mehl und Latex und verrührt und dann einfach einen Teller genommen und ungefähr diese Form mir gegeben. Ja, passt ganz gut. Und ja, wie ihr seht, meine Augenbrauen, die sieht man jetzt auch gar nicht mehr. Also ich habe ja keinen Facecast, nichts. Und daher fand ich das ganz gut, dass das so gut gepasst hat. Und man meine dunklen Augenbrauen dann so gut wie gar nicht, so ganz kleines bisschen vielleicht durchsieht. Ja, damit konnte ich leben. Hier habe ich noch so teilweise die Ecken ein bisschen festgemacht und festgedrückt, weil sie immer so ein bisschen abstanden. Und ein bisschen festhalten und dann klebt das auch eigentlich Bombe. Den Übergang habe ich dann auch noch mal ein bisschen mit Latex und so einem Wattestäbchen versucht zu kaschieren, aber ich fand, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Ich bin jetzt auch kein SFX-Profi und ja, ich fand irgendwie dieser Übergang einfach immer so ein bisschen störend. Also man sieht den auf den Bildern, man sieht den jetzt hier natürlich auch im Video. Also, wenn einer sich damit auskennt und weiß, wie man das vielleicht besser hätte gestalten können, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann weiß ich das vielleicht beim nächsten Mal. Genau wie ich das jetzt hier zum Beispiel auch auf der Nase versuche, nochmal festzukleben und das Latex aufzutragen. Die ganzen weißen Stellen jetzt, die sieht man nachher noch. Das ist total blöd. Ja, und hier mache ich mit Polymorph meine Vampirzähne selber. Denn so eine gekauften, die sehen da doch so ein bisschen doof aus. Ja, und da zeige ich euch natürlich gleich, wie das funktioniert. Ich habe hier Lebensmittelfarbe, aber die brauchte ich nachher gar nicht. Aber wenn man möchte, kann man natürlich auch das Polymorph damit färben. Entweder mit Lebensmittelfarbe oder was weiß ich, was ihr gerade da habt. Ich habe auch bei Alicia Marie gesehen, sie macht das mit Lippenstift zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall braucht ihr heißes Wasser und dann könnt ihr diese Kügelchen dort reingeben und wie ihr seht, die werden dann ganz schnell komplett durchsichtig und wenn die durchsichtig sind, dann sind sie fertig und bereit zum Kneten. Ich finde Polymorph richtig cool. Also da kann man so viele tolle Sachen mit formen, Zähne, sich ein eigenes Gebiss formen, wenn man möchte. Also und immer wieder kann man das wiederverwenden. Also immer wieder ins heiße Wasser geben. Ja, hier seht ihr nochmal, wie klar und durchsichtig das ist. Und wenn es dann ausgehärtet ist, wird es halt so, also wenn man es nicht färbt, wird es dann halt so milchig weißlich. Und dann kann man es auch nicht mehr kneten. Also dann ist es eben steinhart. Und wenn man aber noch nicht fertig ist oder einem das Ergebnis noch nicht gefällt, dann schmeißt man es einfach wieder ins heiße Wasser und es wird dann wieder durchsichtig und man kann es wieder verwenden und kneten. Also richtig coole Sache. Ja, hier versuche ich das dann natürlich mit Foundation anzugleichen, damit es nicht extrem hell aussieht, weil das wäre jetzt natürlich Quatsch, das so zu lassen. Also ich habe es wenigstens versucht, dass es so aussieht, als wenn das zu mir gehört, als wenn ich mich in ein Vampir verwandelt habe und einfach
lustig damit aussieht auf einen Art. Oder gruselig. Wir sind ja bei Halloween, nicht bei Fasching. Also gruselig. Ja, hier habe ich noch einfach so ein Puder von Catrice, so ein Mattpuder benutzt und das nochmal alles so schön abmattiert. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Sieht irgendwie jetzt schon richtig cool aus. Aber wie ihr seht, man sieht halt schon diese Ränder, diese Abdrücke. Ja, habe ich jetzt, musste ich jetzt so mit leben und werde ich jetzt auch, aber ja, bin gespannt, ob ihr da vielleicht wisst, wie ich das vielleicht besser gestalten kann beim nächsten Mal. Feiert ihr eigentlich Halloween? Macht ihr irgendwas Schönes mit irgendwie Freunden oder vielleicht mit euren Kindern? Das würde mich auch mal brennend interessieren. Wie gesagt, wir haben heute eine Kulturnacht hier in unserer Stadt und da ist das Thema Monster und da soll sich die ganze Stadt verkleiden und da werden auch Preise gekürt. Also ich finde das total lustig und da machen wir natürlich mit. Und morgen natürlich an Halloween, da wollen meine Kinder natürlich auch mitmachen. Und wir haben auch schon ein paar Süßigkeiten für unsere Kinder gesammelt, also für die Kinder gesammelt, die dann bei uns klingeln. Ja, ich habe hier noch ein bisschen diese Vertiefungen verdunkelt. Und mit Highlighter, diese Höhen, werde ich dann noch ein bisschen, ja, einfach Tiefe geben. Also mit Highlighter die höheren Sachen noch höher erscheinen lassen und glänzender und natürlich mit dunkler Farbe diese, ja, Falten, sag ich jetzt mal, tiefer gestalten. Und ich finde, das macht schon richtig was aus. Natürlich wollte ich dann meine Augen noch ein bisschen, ja, schminken. Also das muss nicht ordentlich sein oder hübsch oder sonst was. Ich glaube nicht, dass es einen Vampir gibt, der seine, ja, Falten oder seine Schwächen, seine grauen Schwächen irgendwie hübsch hat. Also das gibt es ja nicht. Also immer schön einfach kontinuierlich irgendwo hinschmieren. Ja, und natürlich, wenn ihr einen Eyeliner zieht, aufpassen, dass eure Wimperntusche schon trocken ist. Ansonsten verwischt es, so wie jetzt hier bei mir. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, dann habe ich beim Eyeliner ziehen, ist mir dann so aufgefallen, hey, ich könnte ja auch so eine Adern unterm Auge machen. Das haben ja auch oft so Vampire, die sich dann gerade verwandeln, wo dann die Adern richtig zu sehen sind, unterm Auge zum Beispiel. Und die Idee fand ich ganz cool. Da habe ich einen Eyeliner-Stift genommen, der sowieso schon so halbwegs trocken war, deswegen malte auch nicht mehr so gut. Also, wenn ihr trocken habt, nicht wegschmeißen, für sowas ist das echt perfekt. Ja, habe ich einfach willkürlich gemalt und auch so ein bisschen wieder weggewischt, damit es nicht zu extrem aussieht. Ja, also die Idee fand ich richtig cool. Und mit so dunklen, braunen bis grauen Lidschatten bin ich dann nochmal ein bisschen drüber gegangen. Ihr wisst ja, ich habe so mit meiner Tiefe einfach nochmal so ein bisschen diese Tiefe zu erstellen. Es gibt nochmal so einen ganz anderen Effekt und ich finde, das sah auch schon, ja, irgendwie richtig cool aus. Also das war, glaube ich, so mit das Beste, fand ich. Ja, und dann den Foundation-Pinsel, den ich vorhin benutzt habe, da ist ja natürlich noch ein wenig Foundation dran. Da habe ich einfach nochmal so ein bisschen, ja, drüber getupft, damit das nicht ganz so perfekt aussieht. Und natürlich fehlten auch noch Augenringe. Ich bin ja jemand, der eigentlich von Natur aus keine Augenringe hat. Aber hier brauchte ich natürlich Augenringe. Ja. Und die kannte man richtig schön verteilen. Und da habe ich auch noch gleich so ein bisschen braun und rot gemischt und über meinen Mund gegeben, denn da soll ja dann ja dieses Blut runtertropfen, denn ich bin ja ein hungriger Vampir und habe gerade lecker Blut gegessen. Gegessen? Getrunken? Wie auch immer. Und ja, habe mir noch einen Lippenstift ja, zu Hilfe genommen. Einfach wieder aufgetragen und richtig verwischt. Also es sollte jetzt nicht irgendwie gerade und perfekt aussehen. Richtig schön über den Mund schmieren, so wie ihr das wollt. Und wenn ihr zum Beispiel auch gar kein Kunstblut habt oder das nicht mögt, dann könnt ihr auch komplett mit Kunstblut arbeiten und mit Lidschattenfarbe, verschiedenen Rottönen. Also das geht natürlich auch. Ja, und das ist auch schon der fertige Look. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst mich nicht zu abonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Und Happy Halloween wünsche ich euch.